Hallo YouTube, hallo Freunde des Let's Plays, euer Swordy mit der 8. Ausgabe R3ECC, 4. Station. Ehemals Infineon Raceway, heutzutage Sonoma Raceway in der Spin-Konfiguration. Und der 2. Stadtplatz ist rausgesprungen. Das Schöne dabei, wir fahren mit dem Standard-Setup. Und das hat nur so seine Tücken. Ich würde sagen, das kostet uns bestimmt nur eine halbe, dreiviertel Sekunde pro Runde, wenn wir das Auto mal auf der Straße halten können. Das ist das große Problem. Wir verlieren sehr, sehr viel Zeit dadurch, dass wir das Auto normalerweise irgendwo neben der Strecke wiederfinden. Und das könnte jetzt im Rennen richtig interessant werden. Startplatz 2. Wir werden am Start wahrscheinlich ein paar Plätze verlieren. Und Ziel ist heute, niemanden bewusst vorbeizulassen, sondern zu kämpfen, zu kämpfen, zu kämpfen und zu gewinnen am besten. Wäre ja schön. Es ist aber noch nicht so ganz in Stein gemeißelt, weil dieses Setup hat es wirklich in sich. Und das, obwohl es das Standard-Setup ist. Ja, deswegen lassen wir es mal auf uns zukommen. Schauen wir mal ganz kurz durch. Keke auf der 5. Position. Der Jörg von Ommen auf der 9. Johnny auf der 10. Jacques und Emanuele 11 und 12. Mr. DTM neben Frank Bieler. Franz Bieler? Frank. Frank. So. Dann H. Stuck. Keine Ahnung, wer das sein könnte. Bei dem weiß ich es wirklich nicht. Nissen? Nee. Kreuzbrunner, Fabian war der Name, glaube ich. Mit dem hatten wir schon unseren Spaß in Sandfahrt. Unser guter von Bayern. Ja, ja. Von auf und zu, links und rechts. Dein Auto hatten wir missbraucht, um es vorzustellen, glaube ich, auf dem Hockenheimring. Volker Stitschek mit dem einzigen Opel im Feld und Ellen auf der 21, da wo man für gewöhnlich eine Frau heutzutage im Motorsport antrifft. Hm, leider. Viele tun sich doch relativ schwer. Es gibt ein paar gute Ausnahmetalente, aber viele tun sich doch schwer, Fuß zu fassen in den Serien, in denen sie antreten. Ellen Lohr als einzige Frau, die mal ein DTM-Rennen gewinnen konnte. Irgendwie so die Ausnahme. Und unser guter Markenteamkollege Jürgen Voigt. Der sagt mir übrigens auch nichts. Gut, dann... oh, wir starten übrigens neben dem Dänenbomber. Bin gespannt. Die Ampel geht aus. Wheelspin ohne Ende. Auf der Innenseite sticht schon die erste KI durch. Das ohne, dass ich sie vorbeilassen möchte. Yep. Die zweite Kurve wird kritisch. Hoffentlich werden wir nicht am Heck getroffen. Und da wurden wir am Heck getroffen. Von Klaus Ludwig. Ja, könnte passen. Na, vielleicht war es auch Keke, der sich vorbeigemogelt hat. Der mal ganz kurz angeklopft hat. Und somit haben wir unsere obligatorischen 2 Plätze verloren. Ohne, dass ich es wollte. Der Start an sich war gar nicht mal so schlecht, aber danach die Linie viel zu defensiv, zu zurückhaltend. Einfach, weil ich das Auto auf der Strecke behalten wollte. Ist ja manchmal auch ein interessantes Ziel. Das Auto auf der Strecke auf dem Asphaltband behalten und nicht im Sandkasten spielen gehen. Von der Grundpace her sollten wir in der Lage sein, mitzuhalten, um einen Sieg mitzufahren. Aber momentan sieht es so aus, als würde Klaus Ludwig einen Tacken schneller von der Stelle kommen als wir. Und auch die drei da vorne sehen momentan nicht so aus, als würden sie auf uns warten wollen. Das heißt, die KI ist hier bei 100% schon ein halbes Stückchen weiter. Gut, wir sind natürlich nicht mit dem richtigen Setup unterwegs gewesen, aber... Von der KI-Stärke hier in Sonoma, denke ich, ist es hier mit 100% doch deutlich ausgeglichener als sonst. Und in Mid-Ohio, da denke ich, wird sich das Blatt dann zum ersten Mal wenden. Da werden wir dann richtig die Hucke voll bekommen. Steuern. Und wieder eine sehr, sehr schlechte Linie durch diese Kurvenkombination. Klaus Ludwig hat es ein bisschen besser gemacht. Zumindest hat er deutlich aufgeholt. Hörst auf mit der Lichthupe da hinten. Danke auch. Super. Getriebe, Motor, alles im Argen. Hast du gut gemacht, Klaus. Hast du gut gemacht. Pff.
Natürlich starten wir da neu. Gar keine Frage. Nach 2,5 Minuten werfe ich dort die Flinte nicht ins Korn. War gut gemacht, Klaus. Okay, der Start war besser. Motor fast abgewürgt. Dadurch kein Wheelspin gehabt. Und dann Ami Power von unten raus. Einfach mal Drehmoment gemacht. Und schwupps, liegen wir in Führung. Hm. Also merke, Ami mit Standgas anfahren und das Drehmoment von unten raus nutzen, dann hat man einen perfekten Start. Viel zu früh gebremst. Und macht Kurt jetzt gleich das, was Klaus gemacht hat. Mich einfach mal hier gnadenlos abschießen. Ja! Nur diesmal konnten wir das Auto auf der Strecke behalten, weil Kurt doch noch relativ weit zurück war und somit uns nur leicht touchiert hat. Klaus hat uns ja gerade richtig seitlich einen mitgegeben. Die erste Runde war deutlich langsamer als die erste Runde der KI gerade. Jetzt hättest du deine Chance nutzen können. Kurt. Hoppala. Ja, ein bisschen zu weit raus. Wofür ist eigentlich diese olle gelbe Linie da? Kann mir das mal einer erklären? Die weiße Linie scheint doch da die Streckenbegrenzung zu markieren. Die gelbe Linie ist überflüssig. Wieder zu weit raus. Ah, Mann. Ich mag diese eine Kurve nicht. Der Rest ist okay. Aber diese eine, da trägt es mich jedes Mal weit raus. Also jetzt nicht diese, sondern die andere, wo ich gerade gesagt habe, zu weit raus. Ich glaube, ich halte gerade den Zug an Fahrzeugen hinter mir ein bisschen auf. Sollten wir mal einen Brikett drauflegen. Mal eine 1,17er fahren oder eine 1,16. Na, machen wir eine 1,15 draus. Vor lauter Langeweile. Aua! Shit. Aber nur weil man führt, heißt es noch lange nicht, dass das Rennen langweilig oder einfach wird. Denn diese Führung muss man auch erstmal behaupten. Und wieder hat die Linie nicht gepasst. Ah, ich werde echt nur narrisch in genau dieser einen Kurvenkombination. Mit dem Rest komme ich ja klar, aber das, ne. Nie. Danke. Wie hieß du doch gleich? Rakura, ne. Hm. Wie ist denn der Ravadia? Irgendwie sowas. Oh, nein! Ah, zu schnell in die Kurve rein, zu schnell aus der Kurve raus und viel zu weit raus. 1,17,5, der gute Klaus. Also was? Was machst du eigentlich jetzt da hinten? Hast du gerade versucht, einen anderen abzuschießen und der hat dir das ein bisschen übel genommen, oder wie? Ich muss dabei gerade irgendwie spontan an Aline denken.
Und dann kam mir die Idee, so wie in Project Cars zu machen, vielleicht einfach mal ein paar echte Spieler in das Spiel integrieren und mit gewissen Eigenschaften versehen. Zum Beispiel hat 3 Plätze in einem Rennen verloren und dann wird es zum Rambock, dieses Auto. Hebelig ist da hinten. Aber ich wollte ja unbedingt mit Standard-Setup fahren. Ja, hat er gesagt. Damit es ein bisschen spannend wird, hat er gesagt. Sorry, ich wollte eigentlich innen mich vorbeibremsen. Hat aber nicht geklappt. Und der gute Kurt hat auch... Hat mich auch dafür... Was? Dafür rächen lassen? Büßen lassen? Hat dich dafür gerecht? Jetzt haben wir es doch. Nein. Ja, diese Kurvenkombination. Jedes Mal aus Neue. Sind wir nur noch 8er. René hatte mal wieder recht. Die Fehler kommen irgendwann. Und jetzt sag mir bitte nicht wieder in den Kommentaren, du bist ja gar nicht so... Fehlerfrei mit deinem lieben Ami. Ja, ich habe hier auch ein absolut schlechtes Setup aus meiner Sicht drauf. Aber das hast du ja wahrscheinlich schon vorgestern im Qualifying gesehen. Und das bewusst und mit Absicht. Aber dann brauche ich mich nicht wundern, dass ich nicht so fehlerfrei bin mit diesem Auto. Nur wenn die KI mich umdreht, dann kann ich dafür auch nicht viel. Gut, ich habe angefangen. Ich habe den BMW von, wer war vorne, Ravaglia, ne? Angeschoben. Aber das ist ja... Gute Kurt-Team, das dann gleich so auf die Art und Weise rächen muss und mich da um 10 Sekunden da hinten zurückwirft. Gut, nach vorne zurückwirfen wird auch schwierig. So, das war ein Überholmanöver, das konnte man machen. Das hat funktioniert. Vorbei an Johnny. Und wieder mal viel zu viel untersteuern. Ah, neue schnellste Rennrunde. Geht doch. Roberto Ravaglia hieß der. Roberto. Nicht Roberto Blanco, Roberto Ravaglia. Müsste passen, Roberto. Ich habe ja meine... Wissenden in den Zuschauern, die werden mir das garantiert nochmal bestätigen, aber Roberto, das klingt gerade vertraut. Könnte aber auch trotzdem falsch sein. Mann. Ich bin halt kein großer DTM-Fan, es tut mir leid. Ich finde die Autos geil, ja. Also diese alten Schätzchen, die finde ich echt geil. Aber ich kann euch nicht mal den Fahrerkader der 2015er Saison aufzählen. 2014 glaube ich auch nicht. Obwohl wir da eine Saison gefahren sind. In der DTM Experience 2014. Oh, nochmal eine schnellste Rennrunde. Nochmal eine halbe Sekunde verbessert. So langsam schwingen wir uns doch mit dem Standard-Setup ein. Dauert halt nur ein paar Runden mehr. Mit meinem üblichen Setup bin ich in einer Runde sofort da. Und hier... Brauchen wir ein bisschen. Aber die Runde war jetzt auch schneller als das, was wir mit dem anderen Setup gefahren sind. Also mit meinem 5-Sekunden-Setup.
Ja, keine Berührung. Er ist noch irgendwo außen. Jetzt sind wir vorbei. Hui. Nicht schieben. Diese Kurve ist auch besonders fies. Also, die ist nicht so schlimm wie die Kurvenkombination davor. Die kriegt man halbwegs, aber mit diesem Setup ist viel zu viel Untersteuern drin. Und ihr seht ja, wie sehr das Auto über alle vier Reifen abschmiert. Und wie viel näher die KI mir dabei dann kommt. Oh, diesmal war es keine schnellste Runde. Oh, eine Sekunde zu langsam. Ah, das war knapp. Aber das Auto ist noch auf der Piste, fährt noch, alles bestens. Wir wären nur fast gerade rausgerutscht und dann hätte es richtig böse enden können. Wir sind direkt dran an der Führungsgruppe. Was ist denn da los? Gerade war der noch so schnell und jetzt? Pustekuchen. Ja, die Rundenzeiten sehen bei mir momentan auch katastrophal aus. Aber bei diesem Ausrutscher hier in Kurve 1. Ich glaube, genau so ein Quersteher, der kostet richtig Zeit, halbe Sekunde bestimmt. Und der hat uns dann auch im Training und Qualifying Zeit gekostet. Das Auto muss man halt mit so einem Setup ein bisschen langsamer bewegen, damit es ordentlich einlenkt, nicht mit dem Heck ausbricht und damit dann insgesamt schnell ist. Ich wollte eigentlich außen rum, deswegen stecken wir nochmal zurück. Nein, schlechte Linie. Ja, ich weiß ungefähr, wie breit mein Auto ist und dass das nicht gepasst hätte, habe ich anscheinend gesehen. So wie ich zusammengezuckt bin. Aber ein bisschen weit innen, ne? Ein kleines bisschen. Die Runde war völlig für den Boppes. Außenrum geht nicht. Müssen wir doch demnächst wieder innen durch. Schlechte Linie. Zu spät eingelenkt. Zu weit außen angefahren. Aber nicht so sonderlich viel Zeit verloren, wie wir sehen. Oh, die auch viel zu weit außen genommen gerade. Den Linksbogen. Und somit für die nächste Kurve nicht richtig platziert gewesen. Oh, zum Glück hat er mich gerade nicht in den Reifenstapel geschoben. Der Roland. Danke.
würde sagen, das war ein ziemlich sauberer Positionsgewinn. War auch ein bisschen Glück dabei, dass die Linie denn richtig getroffen hatte. Und ihm nicht voll drauf gefahren bin, so wie es sonst immer der Fall ist, wenn die KI mitten auf der Ideallinie stehen bleibt. Finde ich noch ein bisschen doof, dass die wirklich jedes Mal, wenn sie das Auto ein bisschen verlieren, sofort auf der Ideallinie voll in die Eisen gehen. Das Schöne bei diesen Autos ist, die Linie muss nicht 100% stimmen. Du musst nicht die Kurve exakt in einem vorherbestimmten Radius fahren, damit du auf dem Mikrometer genau auf dem Curb rauskommst, sondern du musst hier einen viel engeren Radius fahren, ein bisschen abschätzen, wie weit das Auto rutscht, damit es auf dem Curb landet, und genau das liebe ich an den Dingern. Das finde ich auch in Bathurst immer so geil, wenn man alte Autos fährt. Oben auf dem Stückchen, bevor es wieder bergab geht, ist ja so eine Linkskurve an einer roten Bande mit einem relativ großen Curb. Da weiß ich genau, mit solchen Autos kannst du eigentlich schon mal knapp 100 Meter vorher einlenken, weil bis das Auto dann seitlich dorthin gerutscht ist, wo du es haben möchtest und um die Kurve kommt, bist du mit der Nase direkt an der Wand. Und kaum steigst du dann um in einen GT3 Boliden oder irgendwas anderes Modernes mit viel Aero, lenkst du ein und, oh, scheiße, hängst volle Kanne in der Wand, weil du eben 50 Meter zu früh bist. Die moderne Aero macht es eben möglich, dass die Autos so auf der Straße kleben, dass die Linie hundertprozentig passen muss, damit du auch wirklich jeden Mikrometer Strecke mitnimmst und kein bisschen Speed verlierst. Und hier lässt du einfach mal ein bisschen rutschen, musst es ein bisschen antizipieren, vorausberechnen oder vorausahnen, wie weit rutscht das Auto, ein bisschen im Gefühl haben. Es ist viel mehr Leben drin. Und du hast eigentlich viel mehr Platz für Fehler. So meine persönliche Meinung. Die Autos sind nicht einfacher zu fahren, im Gegenteil. Aber es macht mir halt so irgendwie mehr Spaß. Verporten. Ah, ist das Kiesbett fies in so einer Mal. Ist das Kiesbett fies. So viel zum Platz für Fehler. Jetzt müssen wir richtig ranklotzen. Ich finde einfach diese Art von Autofahren deutlich interessanter, wenn es ein bisschen rutscht und driftet und slidet und ja, sich zwar gut dirigieren lässt, aber eben nicht so exakt wie ein moderner DTM-Bolide, ein moderner Formel-1-Bolide. Und hier ein Geschwindigkeitsverlust von 5 km/h auch eigentlich keine Welt ist. Du musst die nicht so weich fahren wie in modernen Zeiten, sondern du kannst auch ein bisschen mit Körpereinsatz fahren, ein bisschen hakeliger. Finde ich super. Die habe ich jetzt runtergeschaltet, gab es dafür einen guten Grund. Wahrscheinlich trügt mich mein Eindruck auch einfach nur und ich mache mir was vor. Naja. Ballerchen, bisschen verbremst. Wir haben es jetzt langsam eilig, 11,5 Minuten nur noch durch diesen ollen Ausritt da oben. Hier zählt halt noch ein bisschen Fahrzeug beherrschen. Du bist schnell, wenn du dein Fahrzeug halbwegs unter Kontrolle hast und nicht, wenn du exakt die vorberechnete Linie fährst, die irgendein Computer mal definiert hat. Meine Meinung. Mir muss keiner zustimmen. Die modernen Rennserien haben auch irgendwie ihren Reiz. Und sei es nur, weil sie schnell sind. Aber hier hast du halt noch wirklich Leben bei. Und das finde ich gut. Einfach schon mal 10 Meter früher einlenken, weil du weißt, genau, er rutscht noch ein bisschen und dann kommt er erst in Richtung Curb und passt perfekt. Das war jetzt nicht ganz so perfekt, weil wieder verbremst. Gibt halt hier kein ABS. Keine Traktionskontrolle.
keine Stabilitätshilfe. Die Runde war gar nicht mal so schlecht, eine 1.16.9. Hätte ich die letzte Kurve halbwegs bekommen, wäre das eine gute Runde gewesen. Wir müssen jetzt echt angreifen. 12. Platz geht gar nicht, dafür gibt es nämlich keine Punkte. Und auch das hat wieder Zeit gekostet. Das letzte Mal war ich zu weit draußen, jetzt war ich ein bisschen zu weit drin und habe das Auto wieder überbremst. So wie das halt öfter mal passiert. Und die Rundenzeit war auch prompt ein bisschen schlechter. Zu früh am Gas. Schwupps ist das Heck weg. Und zu weit raus. Nee, gerade so noch gepasst. Das war aber schon wirklich haarscharf. Jacques Lafitte, lass er mich vorbei, bitte, danke. Fahr mal rechts ran, alles gut. Schon wieder keine schnellste Runde. Oh, die waren noch langsamer als die Runde davor. Langsam muss ich mir aber Gedanken machen. Die sollten schneller werden, nicht langsamer. Irgendwann bleibe ich noch an diesem Reifenstapel hängen. Bin ich ja schon mal in einer anderen Rennserie hier in R3E. Ich weiß gar nicht mehr, vielleicht war es beim... Naja, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe schon jeden Reifenstapel auf der Sprint-Variante mitgenommen. Wir sind direkt im Pack. 6 Minuten haben wir noch und ich will auf jeden Fall Punkte mitnehmen. Die Runde war immerhin wieder ein bisschen besser. Rad an Rad, so mag ich das, so liebe ich das. Ohne dass mich die KI dabei abschießen muss. Und jetzt innen rein. Und wieder Rad an Rad. So, jetzt habe ich ihn. So macht das Spaß, ja. Rad an Radkämpfe sind einfach genial. Du kommst nicht auf deine Linie zurück, weil irgendwo ist ja noch der Gegner, den musst du ja Platz lassen. Verlierst dabei fast das Auto. Ah, ich finde sowas geil. Es gibt so Tage, da kann die KI richtig gut, es gibt so Tage, da kann sie überhaupt nicht und es gibt so Tage wie heute, da gibt es Szenen, da ist sie einfach genial, hier die R3E-KI und eben Szenen wie vorhin mit dem Klaus Ludwig, wo sie wieder einen völligen Ausraster hat.
Aber wir haben eigentlich schon eine ganz gute Grundlage hier in R3. Es fehlt nur so ein bisschen Feinschliff. Der wird aber hoffentlich noch kommen. Fast eine schlechte Runde hier. Ah, nein! Nein, nein! Oh, ich Idiot, ich wollte Punkte haben, nicht nochmal rausfallen. Es kommt davon, wenn man so runterschalten muss wie ich. Drei Plätze bis zu einem Punkt. Shit, shit, shit. Korrigiere zwei Plätze. René wird sich schon wieder Kugeln verlachen. Ich sehe es doch. Und Thomas gleich mit. Ja, ja. Macht ihr mal, ihr beiden. Drei Minuten noch. Das sind ungefähr drei Runden. Komische Rechnung. Ja. Du nimmst mir ein bisschen zu viel mit deinem Propeller. Dunk. Dann geht den gerade mal nicht. Puh, der macht sich einfach aus dem Staub. Oh, das wird spannend. Zwei Plätze müssen wir noch gut machen. Das am besten nicht, indem wir einen BMW drauf fahren. So, Jacques, hatten wir das Vergnügen nicht gerade schon mal? Ehemaliger Formel-1-Fahrer. Ligier und was fuhr er noch? Ich weiß es schon wieder nicht mehr. Dabei habe ich ihn doch letztens erst dreimal vorgestellt im Zuge von Manicourt. Und der dortigen Rennfahrerschule, die auch Jacques Lafitte hervorgebracht hat. Geht in die letzte Runde. Jetzt oder nie. Dü-düm. Sorry, Emanuele. Ah.
Jetzt könnte ich noch eine Dive Bomb in die letzte Kurve versuchen. Ich glaube, das lassen wir mal besser. Das macht man nicht. Dann hätten wir genug Ami-Power, hätten wir ihn vielleicht noch ausbeschleunigen können. Aber nein. Ah. Was ein Rennen. Was ein Rennen. Oh Mann. Und wie hart erkämpft wir diesen einen einzigen Punkt haben. Genial. Schöne Strecke, wirklich. Tolles Ding, gefällt mir richtig gut. Sonst wäre es auch nicht in unserem Kalender. Tolles Auto, gefällt mir richtig gut. Sonst würden wir damit die Meisterschaft nicht fahren. Auch mit dem Standard-Setup ist es einfach genial. Mit dem Standard-Setup macht es sogar richtig Spaß, weil man einfach richtig arbeiten muss. Das Auto nicht wie ein Brett liegt, sondern rutscht und driftet und slidet und untersteuert, übersteuert. Alles in allem, alles zur gleichen Zeit. Genial. Also hier arbeitet man wirklich noch am Lenkrad. Das, ja, daher auch dann der Name Lenkrad-Akrobat. Ja, die heutigen Dinger sind mir irgendwie zu steril, ich weiß nicht. Und mit unserem richtigen Setup, das war eigentlich auch nicht schlecht. Da fuhr das Ding noch deutlich besser. Also mit dem richtigen Setup hätten wir das Ding hier wahrscheinlich locker gewonnen. Hätten wir das Auto oben an der Kuppe nicht weggeworfen, hätten wir das Ding wahrscheinlich gewonnen. Aber hätte, wäre, wenn und aber. Wir sind hier im Motorsport, da zählt sowas nicht. Hätte, wäre, wenn und aber zählt eigentlich im Leben sowieso nie. Es hat mir tierisch Laune gemacht. Ja, Startplatz 2 haben wir dann wieder vergeigt. Das Qualifying heute, im Gegensatz zu Laguna Seca, sind wir voll gefahren. Nur halt mit dem falschen Setup. Wir haben mittlerweile eigentlich eine richtig gute Linie rausgearbeitet im Rennen. Wir hatten tolle Zweikämpfe, tolle Überholmanöver. Dummerweise 2 Fehler im Rennen. Und ja, eigentlich wirklich ein tolles Event. Also mir hat es richtig Laune gemacht, euch hoffentlich auch. Dann bitte Däumchen nach oben nicht vergessen. Und das nächste Mal wieder mit einschalten, wenn es dann nach Mid-Ohio geht. Und da kriegen wir eine Packung. Da muss ich auf jeden Fall Setup machen. Ansonsten werden wir da richtig abgeledert. 7 Punkte Vorsprung nur vor Keke. Wir haben jetzt Saisonhalbzeit, genau jetzt. Da kann auch vieles passieren bis zum Saisonfinale. Wir haben ja den Sachsenring als Finale, glaube ich. Das wird lustig. Grundsätzlich die nächsten Rennen, ne, mit Ohio, Bathurst, sind so Respektstrecken. Ich mag beide tierisch gerne. Tierisch gerne. Tolle Strecken. Aber sie haben es in sich. Mid-Ohio hat eine fiese Kuppe in der Linkskurve, wo ich mich ja, im Prinzip jede dritte Runde quasi rausdrehe oder einfach zu weit rausfahre und dann übers Gras huppeln muss. Die können uns richtig zum Verhängnis werden. Zudem haben wir da eine Haarnadelkurve drin, die uns richtig Zeit kostet, weil ich die nie richtig kriege. Die KI beschleunigt viel früher raus. Und in Bathurst Sektor 1 und Sektor 3 knicken. Rausbeschleunigen aus einer engen Kurve geht bei mir gar nicht. Da werden wir abgehängt werden. Dafür haben wir den zweiten Sektor, bei dem wir dann richtig Zeit gut machen können, oben auf dem Hügel. Und das wird lustig. Ich glaube, ich habe jetzt schon 5-mal gesagt, das wird lustig. Das wird aber auch richtig lustig. Also mir macht es jetzt schon Spaß, dran zu denken. Mir hat aber auch das heutige Rennen riesig Spaß gemacht. Mir haben die anderen 3 Rennen riesig Spaß gemacht. Tolle Strecken, tolle Events. Und müsste man eigentlich gleich nochmal wiederholen, ne? Mal schauen, was uns Project Cars bietet. Da haben wir schließlich auch ein paar schöne alte Autos dabei. Gucken wir mal, was deren Meisterschaftsmöglichkeiten so sagen. Und ansonsten ist es ja bald soweit. Dann die erste P-Cars and Tracks Folge. Haha. Ja, so viel zum heutigen Lauf in Sonoma zu unserer 4. Station. Hier in unserem ersten in unserer ersten selbst erstellten Meisterschaft mit dem Ford Mustang GT DTM, mit der 92er DTM Saison. Macht irrsinnig Laune. Gut, dann bin ich jetzt ruhig für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal, euer Swaddy.